Möchtest du wissen, wie viel Prozent Rendite du gemacht hättest, wenn du seit 10 Jahren in Intel gespart hättest? Dann bleib dran. Ja, herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Eberhardt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Ich bin natürlich nicht nur Optionshändler, ich bin auch Investor und ja, ich habe auch einen Aktiensparplan. Einer meiner Aktien ist die Intel. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie sich Intel die letzten 10 Jahre entwickelt hat, dann bleib dran. Ja, bevor ich mit dem Aktiensparplan anfange, möchte ich kurz den Vergleich Dow Jones versus Intel aufzeigen. Und man sieht ganz klar, Intel ist vorne und zwar mit 199,64%. Das heißt, hätte ich anstelle der 50 US-Dollar monatlich einmal mit 6.000 US-Dollar vor 10 Jahren angefangen, dann wäre ich jetzt mit Intel bei ca. 18.000 US-Dollar, nämlich 12.000 US-Dollar im Gewinn. Der Dow Jones, der liegt mehr als 50% unterhalb der Intel-Aktie, ist aber trotzdem immerhin noch in 10 Jahren um 142,33% gestiegen. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis meines Aktiensparplans an. Ja, das ist jetzt der Aktiensparplan und man sieht, am Ende sind es keine 18.000 US-Dollar, also keine 200%, es sind 13.523 US-Dollar, 125%. Es ist aber auch trotzdem ein ordentliches Ergebnis und würde ich jetzt sagen, ich bin nicht zufrieden, dann wäre es aber wirklich ein Jammern auf einem ganz hohen Niveau. Ja, anhand Intel sieht man ganz klar, dass sich Aktien sparen auch lohnen kann, besonders wenn man so ein tolles Unternehmen wie Intel im Depot hat. Wenn du mehr wissen möchtest, was für Aktien ich sonst noch bespare, dann schreib es doch unten in die Kommentare. Wenn du mich weiterhin auf YouTube sehen möchtest, dann abonniere doch bitte meinen Kanal oder gib mir vielleicht auch mal einen Daumen hoch. Würde mich sehr, sehr freuen. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir weiterhin einen schönen Sonntag. Happy Trades. Bye, bye.